Beschäftigt euch etwas? Natürlich. Nie? Nie was. Ordentliche Schuhe gehabt? Oh, also darum ging es euch. Ich gebe zu, dass mich noch nie eine Frau so direkt danach gefragt hat. Ganz bestimmt nicht. Ich selbst hatte dieses Vergnügen noch nie. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber ihr wisst schon. Nun, das Leben in der Kirche eignet sich nur bedingt für wilde Jungs. Mir wurde beigebracht, ein Kavalier zu sein. Vor allem in Gegenwart schöner Frauen, wie ihr eine seid. Auch nicht schlecht, oder? Ich? Sagte ich schön? Habt ihr irgendeine Meinung zu dieser Äußerung meinerseits? Ah, schön gesagt. Genug. Ich will darüber nicht länger sprechen. Gehen wir. Oh. Oh, das? Das ist vor allem ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit angesichts der Aufgaben, die es vor sich hat. Es ist nur allzu wahrscheinlich, dass es ebenso wie seine Begleiter als Fleck auf irgendeinem Felsen endet, über den die dunkle Brut trampelt. Diese Tragödie wird mich zu einer einzelnen Träne rühren. Das ist wahr. Eine einzelne Träne und dann gehe ich vermutlich in den Norden oder vielleicht in den Westen. Ich weiß es noch nicht. Was war das? Hat es auch Flügelschläge gehört? Wir müssen wachsam sein. Es könnten Tauben in der Nähe sein. Ich erwarte euren Befehl. Was ist euer Begehr, Kadaan? Wie ihr wünscht. Hört auf, Zeit zu verschwenden, Wächter. Ich bin nicht hier, um zu plaudern. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Was habt ihr auf dem Herzen? Mich heilen? Was? Bin ich etwa krank? Selbst ihr müsstet wissen, dass man Tote nicht heilen kann. Und ich bin nicht die Einzige, die stirbt. Ihr sterbt auch. Ich bin nur schon näher dran. Ach, wisst ihr, eure Besorgnis wärmt mir das Herz. Aber der Tod besucht jeden von uns. Und davor muss man keine Angst haben. Die Menschen fürchten nicht den Tod, sondern den Verlust des Lebens. Viele vergeuden ihr Leben mit gänzlich unbedeutenden Dingen. Am Ende sagen sie dann, sie hätten nicht genug Zeit mit ihren Lieben verbracht. Ihre Träume seien unerfüllt geblieben, mögliche Abenteuer nur Gerede geblieben. Aber wieso den Tod fürchten, wenn das Leben in der Rückschau erfüllt gewesen ist? Wenn man sagen kann, ja, ich bin zufrieden, es ist genug. Ich habe ein gutes Leben geführt
ein erfülltes Leben. Und daher habe ich keine Angst vor dem Tod, was immer er auch bringen mag. Es heißt, nach dem Tod reist der Geist durch das Nichts und kehrt zum Erbauer zurück. Und dann, naja, das werden wir schon sehen. Ihr habt gerufen? Schon wieder? Ich bin bereit. Das Jucken ist also wieder da. Ja. Ja. Unbedingt. Nun, wen haben wir denn hier? Ein paar von Belens neuen Speichelleckern. Zeigen wir ihnen, wer König ist. Ja! Wenn die Legende über eure Mutter wahr ist, Morrigan, trifft das dann auch auf die Legenden über ihre vielen Töchter zu? Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ich habe nie eine meiner Schwestern getroffen und meine Mutter hat sie auch nie erwähnt. Aber es könnte wahr sein. Ihr existiert, also kann es auch andere wie euch geben. Vor langer Zeit vielleicht. Warum? Wir haben in Antiva auch Legenden über Hexen. Eine handelt von einer Hexe der Wildnis, die sich fernab ihrer Heimat in den Telari-Sümpfen niedergelassen hat. Und? Soll ich diese Frau etwa kennen? Wenn eine Legende stimmt, wieso dann nicht auch eine andere? Wer weiß schon, wie viele Morrigans in ganz Thedas verstreut leben, hm? Darüber möchte ich lieber nicht nachdenken. Oh, missfiele euch die Konkurrenz durch die ein oder andere Halbschwester? Schweigt, Elf. Das geht euch nichts an.
ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Schon gut, schon gut. Sitzen müsst. Mist. Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst?
Zierlei finstere Blicke stehen euch nicht, Morrigan. Ihr solltet besser stets lächeln. Weiter! Hat euch das noch niemand gesagt? Eigentlich nicht überraschend angesichts eures abgeschiedenen Lebens. Als Bewohnerin einer Stadt werdet ihr daran gewöhnt, dass Männer euch mit Komplimenten und Geschenken überhäufen. Ich weiß genug über Männer, darunter auch, wann sich einer in sinnloser Schmeichelei ergeht. Schmeichelei wäre eine Übertreibung mit dem Ziel, euch zu gefallen. Ich jedoch führe lediglich Tatsachen an. Funktioniert das bei anderen Frauen? Jede Frau hört gerne die Wahrheit, dass ihre Schönheit die Männer betört. Ihr etwa nicht? Derlei Mist sollte den Bauern überlassen bleiben. Eines Tages werdet ihr bereuen, dass ihr eure Jugend und Schönheit mit Bitterkeit und Misstrauen verschwendet habt. Denkt an meine Worte. Erinnert mich daran, euch mitzunehmen, wenn wir mal segeln gehen. Die Seeluft würde euch sicher gut tun. Es ist gut, das sofort zu erledigen.